Hi, hallihallo. So, das geht an alle die, die sich nicht wirklich selbst lieben. Also an die, die ehrlich zugeben, dass es ein ewiger Kampf ist, sich selbst lieben zu sollen. Und das sollen wir doch alle, oder? Das hören wir immer wieder. Lieb dich selbst. Und wenn du dazu gehörst, dann glaub mir, du bist nicht alleine. Ja, also ich habe niemanden bisher kennengelernt, absolut niemanden, der sich selbst wirklich liebt. Also nicht einmal die, die von sich behaupten, furchtbar weise zu sein, spirituell abgeklärt. Ich habe niemanden getroffen, der nicht zumindest eine Achillesferse hatte. Ja, also egal wie weise, spirituell oder abgeklärt, der sich nach außen gibt. Und die Menschen fühlen sich dann genauso wie wir normalen Leute zutiefst getroffen, wenn sie zum Beispiel kritisiert werden oder wenn sie nicht ernst genommen werden und die dann wütend oder sehr traurig werden, wenn sie das hören oder wenn sie das empfinden, dass jemand sie nicht ernst nimmt oder jemand sie tatsächlich kritisiert. Jeder. Aber der wirklich von sich behaupten könnte, er würde sich selbst lieben, würde sich dann nicht getroffen fühlen, würde sich nicht traurig fühlen, würde sich nicht wütend fühlen. Ja? Und ich nehme mich da nicht aus. Ja? Ich kann an einem Tag furchtbar verliebt in mich sein und am nächsten Tag finde ich mich komplett blöd und kann mich nicht leiden. Und so, ich wollte diesen Zahn ein bisschen ziehen, dass es da irgendjemanden da draußen gibt, der sich wirklich selbst liebt. Und so, wir sind alle im gleichen Club. Wir bemühen uns darum, uns selbst zu lieben. Das ist sozusagen Work in Progress, die ewige Baustelle. Und das ist auch ganz normal. Ja, also ich will euch den Stress so ein bisschen wegnehmen, dass ihr euch selbst lieben müsst die ganze Zeit. Und warum es so normal ist, dass wir uns nicht lieben, kommt wie immer aus unserer Kindheit. Ja, wir sind kritisiert worden, wir sind nicht ernst genommen worden. Wir haben gelernt, dass wir auf eine gewisse Art und Weise sein müssen, damit wir geliebt werden. Und das schleppen wir halt immer noch mit uns herum. Ja? Und ich denke mir immer so, vielleicht müssen wir uns gar nicht selbst bedingungslos lieben. Vielleicht genügt es stattdessen, wenn wir freundlich und liebevoll zu uns selbst sind. Und das ist echt ein großer Unterschied. Ja? Dieser Anspruch, ich muss mich lieben und diese Entscheidung, die wir treffen können und die wir weiter üben können, ist liebevoll uns selbst gegenüber zu sein. Liebevoll und freundlich. So wie wir es vielleicht auch wären zu unserem Hund, zu unserer Katze, zu unseren Freunden, zu unseren Kindern, zu unseren Partnern, wenn wir Glück haben. Also einfach nur liebevoll und freundlich uns selbst gegenüber sein und aufhören mit dem Versuch, uns selbst bedingungslos zu lieben. Das bringt super viel. So, ich empfehle euch, weil ich möchte euch auch einen Tipp mitgeben heute, ich empfehle euch einen ganzen Tag lang bei allem, was ihr so entscheidet, wie ihr reagiert, was ihr denkt, wie ihr handelt, in der Frage zu sein. Wie würde ein Mensch, der sich liebt, jetzt denken, jetzt reagieren, jetzt handeln? Ja, einfach so. Weil wenn wir das wirklich durchziehen, wenn wir das lernen, liebevoll zu uns selbst zu sein, werden wir uns, wir können gar nicht anders, irgendwann immer mehr mögen. Weil wir würden doch nicht freundlich und liebevoll zu Leuten sein, die wir nicht leiden können. Zumindest nicht dauerhaft. Ja, also es funktioniert eben auch in die andere Richtung. Wenn wir ganz bewusst bei jeder Entscheidung uns fragen, wie würde ein Mensch, der sich selbst liebt, jetzt denken, reagieren, handeln und es dann tun, werden wir lernen, uns mehr zu mögen. Ich will überhaupt nicht sagen, uns selbst bedingungslos zu lieben, aber wir werden lernen, uns zu mögen, uns zu lieben, nachsichtig mit uns zu sein, freundlich zu uns zu sein. Ja? Und wenn ihr euch diese Frage stellt, und ich lade euch wirklich ein, es mal einen Tag zumindest zu probieren, wenn ihr euch diese Frage stellt, analysiert nicht großartig rum, sondern folgt diesem ersten Impuls, diesem ersten Dings, das da hochkommt, nachdem ihr die Frage gestellt habt. Und das kann manchmal echt
easy sein, ja, ihr tut es einfach, juhu. Und manchmal kann es auch herausfordernd sein. Es kann etwas sein, das euch eventuell aus eurer Komfortzone rausbringt. Ist auch okay. Müssen wir auch ab und zu tun. So, also einen Tag lang empfehle ich euch, in der Frage zu sein, was würde jemand tun, der sich selbst liebt? Und was wäre freundlich, liebevoll mir selbst gegenüber? Wenn ich mich lieben würde, wie würde ich denken, reagieren, handeln? Ja? Probiert es einfach mal aus und folgt den Impulsen, die da kommen. Und zieht euch selbst den Zahn, dass ihr euch die ganze Zeit bedingungslos lieben müsst. Es ist okay, wenn ihr ab und zu verliebt in euch seid und wenn ihr euch ab und zu nicht leiden könnt, aber es ist nicht okay, wenn ihr euch selbst nicht liebevoll behandelt. Das ist so ein großer Unterschied. Ja? Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich habe am 18. und 19. Februar ein Seminar, am Abend um 7 jeweils. Und da werde ich mit euch ein paar lustige Spielchen spielen, wo ihr euch besser kennenlernt, euch selbst besser kennenlernt, begreift, warum ihr funktioniert, wie ihr funktioniert. Und ich gebe euch natürlich Tipps, wie ihr lernen könnt, freundlich und liebevoll euch selbst gegenüber zu sein. Und in diesen beiden Abenden, an diesen beiden Abenden, wird es jede Menge Chancen geben, dass ihr mit euren persönlichen Geschichten kommt, mit eurer persönlichen Kindheit und wir gemeinsam schauen, woran es liegt, dass ihr euch nicht selbst liebt und nicht freundlich zu euch seid und wie wir das verändern können. So, wenn ihr Lust habt, ich poste den Link zu diesem Seminar dann in den Kommentaren. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch, dass ihr morgen damit beginnt, liebevoll gegenüber euch selbst zu sein und in der Frage bleibt, was würde ein liebevoller Mensch jetzt tun? Was würde jemand tun, der sich selbst richtig gern hat? Habt noch einen wunderbaren Abend.